Willkommen zu Die Sims 4. Im letzten Part war ja zuerst unser kleiner Johnny alleine zu Hause. Da hat er dann noch ein bisschen rumgetanzt. Dann kam sein Papa nach Hause, der Don. Und Don hat ihm dann geholfen bei den Hausaufgaben. Und dann kam auch bald Christian, der Silas nach Hause. Und ja, dann wurde erstmal die Bedürfnisse befriedigt, sag ich mal. Und Christian, der ja, Silas wollte dann kochen. Er hat's zweimal versucht und beides hat er vergeigt. Also musste gewartet werden, bis Christian nach Hause kam, und Christian hat dann auch gekocht. Und das hat dann geklappt. Und dann waren aber Don wie auch Silas dermaßen beim Spaß runter, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Paare Zeit miteinander verbringen. Und ja, der kleine John hat noch etwas Schach gespielt, weil das braucht er ja, um hier sein Bestreben zu machen. Da soll er 5 Schachspiele spielen. Ich schätze mal, vielleicht gegen jemanden anders spielen, schätze ich mal, ne? Schauen wir mal, weil hier ist noch aufgelistet 0 von 5. Naja, sehen wir mal. Und jetzt schlafen halt alle noch. Und deswegen kann. Jetzt geht's schnell. So, guten Morgen, Don. Und so, dann gehst du auf Klo. Du gehst mal schnell duschen. Danach kannst du sollst dann geh halt normal duschen. Danach verwendest du so. Bleib hier. So, jetzt kannst du nämlich eben duschen. Dann kannst du danach dir ein Gericht schnappen, und du schnappst dir auch ein Gericht. Da. Zap. Und Don muss auch schon wieder in einer Stunde los. Der muss ja inspiriert sein. Wo haben wir wieder den Klo Tonklumpen? Hier. Dann stellen wir den schon mal hier hin. Dann kann er anschließend hier Ton formen. Oh, nein. Du musst erst was essen. Ja, ist ja gut. Torka! Ja, geh an den Kühlschrank. Ich hab dir. Jägerhorn? Haspa. So, muss sie in 2 Tagen. Okay, danach kann sie. So, dann kannst du mal hier. Och, der Junge ist auch schon wach. So ein Gut, dann kannst du dir auf jeden Fall. Du hast bestimmt auch. Nein, noch nicht. Dann geh aber trotzdem mal hier auf Klo schon mal und geh da duschen. Sternzerpanooch. Obisha. Free bono. Plesseme. Descos? Gibora, the fool. Ah, Wutuni grow hispa. Came Oga. us.
Absoom. Wave. Varner's a torque. Ja, der muss dann jetzt gleich. Obila Snave. Unbedingt auf die Arbeit. Clefete Brennetu. Glony. Nevahana. Serge Blue. So, Madame. Naya. Du könntest eigentlich dann mal deine Auftritte verbessern, sage ich mal. Comedy. Tumba. Mach den mal. Und danach kannst du auch den anderen perfektionieren. Und danach machst du bewässern jeden und alles ernten. So. Der geht. Nein. Naja. Musst du arbeiten in 5 Stunden. Du musst konzentriert. Okay, dann geh aber hier. Du musst Muskeln aufbauen. Naja, okay, ist er diesmal nicht inspiriert. Hat wohl nicht ausgereicht. Naja, okay. So, wie sieht's denn aus, Bursche? So, quatsch doch mal mit deinem über Schule reden, über Interessen, Lieblingstier. Fino Cho. Bebs in the Koi. Kennenlernen. Yipso. Bananenbits. John and Nusha. Wellna. Moi. Klappa. Bimbi. Klappaschönern. Isa. Benuba. Oh, und Chibi. Sawa. Jenny Ixa? Una. He wants to. Shash Nirva! Sehr schön. Yanky Garim! Hello! Heyo, Smish! Oh, Mobsy. Idra Dube! Chasny Burba! Nay, Stavo! Ha ha! Es ist wohl sehr witzig, mit ihm zu quatschen. Erzähl mal. Yips. Yipso. So. Farbik Anuna. Schenek. Dann kannst du auch mal hier mit Schule reden. Ja, fu. Spielzeug reden. Süßigkeiten schwärmen. Bla 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 bla. Künstlerische Verspätung. Don kommt zu spät zur öffentlichen Kunstpromenade. Nun ist auf der. Achso, hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Kein Platz mehr, um einen Tisch aufzustellen und Aquarelle zu verkaufen. Soll er sich halb auf die Straße positionieren oder ist es angebracht, aufzugeben und den Abend damit zu verbringen, sich einzuschmeicheln. Soll er sich nochmal einschmeicheln? Yeah. Oh, Quapo!
Okay, was willst du? Okay, kannst du gleich machen. Cardu Sebi. It's a boy Spuano. Elna, Moi. Oh, Aunt Chibi. Winka. Uh-huh. Winka. Deva. Einfach eine Geschichte. Jibbikaloo. Stofftierreden. Aha. Tagfragen. Hey. Lehrerwitz machen. Rumblödeln. Kennen wir. So. Du gießt gut ab. Wie weit bist du eigentlich da, Garten? Bis bald bei 7. Gut. Stumsy Turup, Grinea Hislop, Parsifae Froben, Limino, Quar Gorbine. Hogar Una? Ja, dann mach auch mal bei ihm. Baspa! Ushi, Mesewa! Warum ist dir denn Jim Wilson? Ach so, du musst auf Klo. Okay. Una. Wenusha Kenoi. Oh, Pokum Snarpa. Oh. Oh. Ja, jetzt. Ihm drückt die Blase. Oh. Shabini Jabin. Turp System. Ja. Chimkorto. Milpa Brehe. Ja, ich erlöse dich. Du kannst auf Klo. Dann kannst du mal ihn hier. Nochmal Spielzeug reden, Schule reden. Lehrerwitz machen. Ups, da ist er schon auf 5. So, Lieblings. Was ist denn mit dir? Unwohl. Schmutzige Umgebung. Ja, aber Frolis. Gibt's Wabi Tabi. Tharb Thenig. Sabade. Fuck. Isle Kumbar. Sind sie bitte Wabi? Ach so, er wollte abräumen. Okay. Zimoy. Spano Lenore. So, Christian muss ja bald auf die Arbeit. Jano Borb. Freenip. Gungday, Yawada. Aber du musst. Jetzt los, ja. Oh. Das hätte jetzt nichts gebracht, ihn noch studieren zu lassen. Weil das ist dann. Dieser Aspekt ist ein bisschen zu hoch. Dann kannst du hier mal weiter tanzen, Junge. So. Da baut er seine Motorik. Ah ja, ihr unterhaltet euch jetzt? Oder nicht? Oh? Oh. Rambla and Potajoy! Shuna! Piwa obey! Aha. Komm, lass sie mal rein. Und hier knistert's fleißig.
So. Was haben wir hier? Fuba Torka? Trips. Warum bist du denn schon wieder da? Oh, Narga! Grog! Aldo, warum kommen die denn immer wieder mal zurück? Arbeit. Erst in zwei Tagen. Dann reparier mal eben, weil sonst regt ihr euch ja die ganze Zeit auf. So, dann können wir ja mit dir, naja, im Moment isst du ja, aber dann kannst du ja fleißig deine Muskeln trainieren. Aber da musst du auch erstmal gleich auf Klo. Gut, Silas. Ah, oh, Laba! Ah, Bimbos! Na. Oh, Scoofer. So. Dann mach mal eben hier Teile weg. Ach, jetzt haben wir ja die Blondine wieder da. Hm, dann muss ich ja ganz... Weil er verspielt ist. Och, jetzt ist es ganz weg. Pfui, was soll das? Christian, du kannst doch nicht einfach hier den Müllhaufen wegstrampeln. Dann können wir ja eigentlich mal mit ihm hier anfangen, Sachen zu verbessern. Sanitäranlagen, Küche, nur ein Teil. Dann verbessere mal hau das mal drauf. So, mal sehen, wie lange solche Verbesserungen dauern. Aber so treibt er wenigstens auch seine Geschicklichkeit jetzt ein wenig rauf. So. Aber es geht eigentlich recht zügig. Er ist bei Geschicklichkeit 6. Don ist auch wieder da. Eieiei. Angespannter Bursche. Weil er Spaß braucht. Seine Frau ist aber gerade noch beim Jäten. Dann kann er aber... Ach ja, dann muss sie ja auch noch einpflanzen, habe ich ja ganz vergessen. So. Und sie war ja befördert worden. Wo war das denn? Gut, dass ich noch nicht gelöscht habe. Da haben wir sie ja. Ja. Befördert zur Erzählerin von Geschichten mit Hand und Fuß. Alana wurde befördert und ist jetzt Erzählerin von Geschichten mit Hand und Fuß. Sie verdient jetzt 48 mehr, hat also einen Stundenlohn jetzt von 115.
Ein Talentepreis. Aha. Also wieder höchstwahrscheinlich ein Deko-Objekt. Und sie arbeitet jetzt bis 0 Uhr immer. Gut, das war also jetzt dann die Beförderung. Ja, und dann gucken wir jetzt mal eben noch. Wie lange er noch braucht. So, Verbesserung fertig. Okay. Er will jetzt mit Don quatschen. Okay. Aber das nutze ich jetzt, diesen Moment, um den Part zu beenden. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Mal sehen. In 2 Tagen. In 24 Stunden. Ja, vielleicht machen wir dann mal einen Familienausflug, auch wenn es abends ist. Aber das macht ja dann nichts. Naja, wir könnten auch am nächsten Morgen einen Ausflug machen. Ja, das werden wir am nächsten Morgen, weil sie muss ja erst um 17 Uhr los. Dann könnten sie, gehen sie morgens los. Auf jeden Fall, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.